zu helfen. Willkommen in unserem neuen Kanal Vermieters. Den Kanal hier werde ich mit den beiden Wittenbergs zusammen betreiben und hier zeigen wir euch alles rund ums Vermieten. Aber was wir euch auf dem Kanal genau zeigen, das erklären wir euch, wenn ich bei den Wittenbergs bin. Heute melden wir auf jeden Fall erstmal ein Gewerbe an. Die Karre ist mal wirklich clean. Hammerhart. 50% von den Kindern habe ich jetzt im Kindergarten gemacht. Und jetzt bin ich hier bei den Wittenbergs und jetzt erzählen wir euch mal ein bisschen, was wir in unserem Kanal so vorhaben. Ja, wie so ein Tagebuch zu führen. Dass wir von Anfang an quasi jetzt quasi wie einen Start machen. Was fällt an beim Hauskaufen? Wie suchen wir das Haus? Wie machen wir die Finanzierung? Wie tun wir das Haus begutachten? Wie finden wir raus, wo wir das Haus kaufen sollen? Was soll das Haus für eine Rendite haben? Auch bei den jetzigen Mietwohnungen, die wir schon haben. Was da so alles anfällt, was für Probleme da auftauchen. Sind ja jetzt schon ein paar, ne? Ja. Die sind halt keine Profis. Wir wollen das halt von unserer Sicht so zeigen. Wir haben jetzt ein bisschen was gelernt, 1,5 Jahre, das, was man halt in 1,5 Jahren so lernen kann. Wir machen das halt einfach, ne? So, wenn's, gibt's wie Sand am Meer, ne? Aber wir machen das halt und wenn wir halt damit auf die Schnauze fallen, dann ist das halt so. Wir haben das alle mit unseren Frauen abgeklärt, ne? Ja. Die Frauen stehen hinter uns, das ist halt sehr, sehr, sehr extrem wichtig, ne? Ja. Weil wenn die nicht hinter euch stehen, dann sieht es schlecht aus, wenn das mal in die Hose geht. Jeder kann was reinschreiben in die Kommentare, würde ich sagen, Kritik, was man verbessern kann, was wir falsch machen, weil ja, wir sind halt nicht perfekt, wir machen nicht alles richtig und wir wollen auch nicht alles unbedingt immer richtig machen, man lernt viel von Fehlern, die man macht. Ja, solange es immer weitergeht, es gibt immer Rückschläge, dann geht es ja nach vorne. Wir machen heute halt eine GbR auf, weil wir halt vorhaben, ein Haus zusammen zu kaufen dann. Und diesen YouTube-Kanal, dass wir den hier zusammen betreiben und in dem Kanal dann halt jetzt uns Gedanken machen, wie wir das nächste Haus und das nächste Objekt kaufen. Und das werden wir dann halt auch ganz offenlegen, wie wir das machen. Weil ich habe jetzt auch mit einem geredet, der ist selbstständig und der hat halt sehr, sehr große Probleme gehabt, bei der Bank einen Kredit zu bekommen. Da würden wir dann auch mal ein paar Leute interviewen oder mit denen quatschen, wie das aussieht bei denen, warum die keinen Kredit bekommen. Man muss ja auch immer sehen, wie das genau bei denen aussieht. Das weiß man ja auch nicht immer 100%, wie das bei so einem Selbstständigen aussieht und wie lange der selbstständig ist und was bei sich macht. Sowas halt. Und dann mit Mietern quatschen. Ich habe jetzt einen Termin gemacht mit einem Mieter von mir in Mönchengladbach, mit dem werden wir dann auch mal ein Video machen und mal ein bisschen mit dem babbeln halt. Alles, was halt so mit den Mietern anfällt, Problemchen, wie wir die lösen, auch wenn es nicht richtig ist, aber wir probieren die zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Cool ist, in dem Kanal weiß noch keiner, dass ich Ewigkeiten keinen Putz in meinem Haus habe. Guckt euch auf gar keinen Fall meinen anderen Kanal an, da seht ihr das nämlich dann. Ja, warum machen wir eine GbR auch? Ne? Wir haben uns ein bisschen erkundigt über Unternehmensformen. Die Eröffnungszeit ist ziemlich kurz. Ich denke mal, wir sind gleich 20 Minuten in der Stadt, dann ist der GbR eröffnet. Ab in die Stadt. Boah Junge, dieses Ding hier, das mach ich mal ganz kurz. Wickel ich das mal hier. So. Ja, perfekt, Alter. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Stadt. Zur Stadt, ja. Und machen eine GbR auf. Und wir haben da halt auch so einen Gesellschaftsvertrag gemacht. Muss man nicht, ne? Nee. Der Thomas hat den aufgesetzt. Ich hoffe, der hat mich nicht über den Tisch gezogen. Ich habe 99% der GbR. Ja. Unter uns wird es keine Probleme geben, aber es ist halt auch immer so eine Sache, ne? Man weiß nicht, was im Leben passiert. Kann halt auch sein, dass einer von uns abkratzt, ne? Ja, kann sein. Wie da verfahren wird dann mit den Erben und was weiß ich was. Genau, ne? Da ist auch ein Punkt im Vertrag. Wir könnten das Auto reinmachen, die GbR. Ja, nee, genau. Das ist mein Auto. Lass mal den Jahres reinmachen. Nein, das ist kein Jahres, das ist ein Eiko. Ein Eiko. Ja. Das ist eine Nummer kleiner wie Jahres. Ja. Beste Karre, dafür braucht ganz wenig, Junge. Fast nichts. Fast nichts. Ja. Wie ein Moped. Quasi. Ich wollte mich im Mike, das ist ein Aigo, der ist auf, wie heißt das, der ist auf Leicht getrimmt. Ja, alles was, das ist ein Sportwagen. Alles was zu viel wiegt, kommt raus. Der hat nicht so viel PS, dafür ist aber nichts. Eigentlich kannst du auf jeden Fall nach dem Parkplatz Ausschau halten. Da vorne wo der, raus, ich passe mit dem Auto in jeden Parkplatz. Ja, direkt neben dem Parkschein holen. Parkscheinautomaten, das besser geht. Allererste Sache. Ey, wir haben ja gesagt, dass wir Social Media auch machen, ne, in diesem GbR-Vertrag da oder was. Ja. Sollen wir mal fragen, ob wir da drin filmen dürfen? Ja, warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Wir wollen ja probieren, genau, alles zu zeigen, ne? Ich mag Tiere
echt gern, ne? Aber da muss was für Kinder stehen. Hammer. Film durften wir darin leider nicht. Ne? Nee, leider. Durften wir nicht, aber... War witzig. War witzig, ja. Jetzt eröffnen wir ein Geschäftskonto. Schade, dass wir darin nicht filmen durften. Ne? Eigentlich war das auch ein cooler Typ, aber... Irgendwie hat das nicht geklappt. Da waren mehrere Leute halt in dem Büro und deswegen hat er gesagt, ist das nicht so angebracht. In der Bank fragen wir jetzt auch mal, ne? Aber... Das wird nichts, da kann ich mir nicht vorstellen. Ladies and gentlemen! Base! Da durften wir auch nicht filmen. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind die alle schüchtern. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem, ob ich meine Steuer-ID oder die steuerliche Identifikationsnummer dafür brauche für den Termin. Ne? Und ihr meint die steuerliche Identifikationsnummer? Ja, genau. Ja, müssen wir mal gucken. Nicht die Steuernummer. Weil ich habe ein Kleingewerbe angemeldet für den anderen Kanal. Und da weiß ich jetzt nicht, was ich da brauche. Aber werden wir auch noch sehen. Hier riecht echt schwer nach Kacke. Nee, das riecht nach Mülleimer, Junge. GBR-Eröffnung, ne? Ja, stimmt. Hätten wir eigentlich ein Bier trinken müssen. Ja, aber ohne Scheiße. Wir haben das erste Haus gefunden, ne, was so ein bisschen Interesse geweckt hat. Ne? Ja, ja, wir hatten das vor 3 Monaten schon mal im Augenschein. Aber wo das genau ist, werden wir euch noch nicht verraten. Sonst kauft ihr das nicht. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Peace, Leute. Bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen.